So Mädels, wir starten jetzt mit dem Training. Wie du siehst, habe auch ich nicht immer Lust aufs Training. Am liebsten würde ich mich jetzt hinschillen, aber ich trainiere jetzt für meinen Körper von morgen, damit er wirklich immer fit bleibt. 20 Sekunden in dieser Plank-Position einfach nur halten. 20 Sekunden gehen sehr schnell rum und wir trainieren jetzt so knapp 10 Minuten und nach den 10 Minuten können wir uns immer noch hinschillen. Kommen die letzten 3 Sekunden noch und dann machen wir ganz, ganz kurze Mini-Pause. Komm auf die Knie. Und dann geht es auch gleich weiter, bleib aber liegen. Wir machen jetzt hier im Liegen weiter, kommen wieder in diese Plank-Position. Nur 10 Sekunden ein Bein nach oben halten. Das wird irgendwann anstrengend, aber es sind nur noch 3 Sekunden. Es geht auch ratzfatz schnell. Der Bauch muss sehr gut mitarbeiten. Super, kurze Pause und wir drehen um und machen direkt weiter mit der anderen Seite. Hoch mit dem Fuß, mit dem Bein. Wir halten auch hier insgesamt noch 4 Sekunden und dann bist du auch da durch. Super Übung zum Ausbalancieren, dein Bauch muss halt mitarbeiten und du entwickelst Muskeln und du weißt, wenn du Muskeln entwickelst, kannst du Fett verbrennen. Weiter geht's mit der nächsten Übung. Wir halten hier 10 Sekunden auf der Seite. 10 Sekunden sind wirklich nichts. Das ist jetzt für deine seitlichen Bauchmuskeln. Siehst du es, wie bei mir sieht man es einigermaßen, dass es dann wirklich fest wird. Und jetzt kannst du wieder lösen. Und dann drehen wir um und machen das Gleiche auf der anderen Seite. Auch 10 Sekunden halten hoch mit deinem Körper und einfach nur halten. 10 Sekunden schaffst du. Und wenn du merkst, es geht gar nicht, dann gehst du halt kurz runter und kommst wieder hoch. Einfach dranbleiben und du wirst merken, mit der Zeit, umso mehr du dabei bist, desto fitter wirst du. So, tief ein- und ausatmen, wiederhole ich nochmal. Und wir gehen noch weiter zu unserer nächsten Übung. Dreh dich um auf den Bauch, komm auf die Unterarme und jetzt 20 Sekunden auf die Hände und dann runter auf die Unterarme. Hoch, die ist vielleicht für einige jetzt am Anfang schwer. Mach so viele du kannst, wenn es gar nicht mehr geht, einfach nur auf den Unterarm halten. Auch bei dieser Übung müssen ja die ganzen Muskulatur im Körper richtig gut mitarbeiten, dass du es hinbekommst. Und damit stärken wir unseren Körper. Und wie du siehst, ganz einfache Übung von zu Hause aus. Du brauchst kein Fitnessstudio, keine Gewichte, geht alles schnell. Jetzt kommen die Kniebeugen. Klassische Kniebeugen. Schau, dass du dich nach hinten setzt, als wäre da ein Stuhl. Das machen wir jetzt 40 Sekunden lang, einfach tief gehen. Und das ist nicht ganz so anstrengend wie die anderen Übungen, aber sehr effektiv für deinen gesamten Körper auch. Du bekommst einen schönen runden Po, deine Beine werden schön gestärkt. Und jetzt zusammen 25 Sekunden. Einmal noch und geschafft. Jetzt hast du eine kurze Pause, schüttel die Beine durch und dann gehen wir weiter mit Lunges nach vorne. Lunges, es ist eine Übung, die super gut für deine Beine ist und ich verspreche dir, morgen wirst du deine Beine spüren. Du wirst spüren, dass du da auch Muskeln hast und das Fett kann endlich anfangen, da verbrannt zu werden und deine Beine werden schön straff. Ganz einfach die Füße abwechselnd nach vorne bringen, im rechten Winkel und tief gehen und mit deiner Kraft der Beine wieder nach hinten. Wir machen das jetzt noch 15 Sekunden und dann gehen wir auch gleich weiter auf dem Boden trainieren. Sehr gut. Jetzt haben wir eine kurze Pause, wieder abschütteln die Beine oder ausschütteln. Wir legen uns auf den Rücken. Es geht jetzt wirklich direkt weiter. 40 Sekunden machen wir was für unseren Po. Das ist eine Ausruhübung. Du legst dich auf den Rücken, Füße sind aufgestellt und mit dem Po immer wieder hochgehen. Wie du siehst, lege ich den Po nicht komplett ab. Der bleibt jetzt immer wieder oben und wir ziehen weiter hoch. Dabei drückst du die Pobacken zusammen und das aktiviert auch nochmal richtig stark deine Po-Muskeln. Und trotzdem ist es eigentlich eine sehr entspannte Übung, wenn du da liegst und eigentlich auch nicht wirklich viel machen musst. Also jetzt eine kleine Ausruhübung, noch 10 Sekunden und dann bist du auch hier durch. Super, jetzt kannst du dich kurz ausruhen und dann stellen wir uns hin und es geht weiter mit unseren Gewichten. Ich habe jetzt hier zweimal 0,5 Liter Wasserflaschen, brauchst du aber nicht, wenn du keine hast, geht es auch ohne. Wir machen jetzt 50 Sekunden einfach nur unsere Arme kreisen, das wirst du ganz schön in den Armen spüren, auch ohne Gewichte. Ja, das Eigengewicht reicht hier auch schon. Wir kreisen in die eine Richtung. Und dann auch wieder zurück in die andere. Einfach nur jetzt in die andere Richtung, einfach nur die Arme kreisen. Schön ausstrecken die Arme, als würdest du fliegen wie Batman. Und schön kreisen.
Wir haben noch 20 Sekunden und wir kreisen wieder in die andere Richtung. Das machen wir jetzt noch die letzten 15 Sekunden. Immer einfach nur beim Kreisen bleiben. Einfach nur halten. Wenn du merkst, die Arme werden müde, halt die oben. Halt die einfach oben. Sie sollen mal, was merken die Arme dabei? Die merken, die bekommen die Nachricht, oh, wir müssen mehr Muskeln aufbauen, um hier die Arme oben zu halten. Und dann fangen sie an zu arbeiten. So, super. Jetzt gehen wir auch schon weiter zur nächsten Übung mit unseren Gewichten. Wie gesagt, wenn du sie nicht hast, muss es nicht sein. 50 Sekunden boxen jetzt nach vorne. Du darfst jetzt hier deinen Frust rauslassen, deinen Wut rauslassen. Wem würdest du gerne in die Fresse boxen? Also ich habe jetzt niemanden, dem ich ins Gesicht boxen möchte, aber mir macht Spaß, einfach nach vorne zu boxen. Nimm deine Gewichte oder wenn du keine hast, brauchst du auch keine und einfach nur nach vorne boxen. Bleibe gebeugt mit den Knien, nicht ganz durchstrecken, Bauch ist eingezogen und du nimmst die Arme schön nach vorne und boxt richtig schön nach vorne. Super, jetzt sind wir mit unserem Boxtraining durch. Weiter geht's im Stehen, aber ohne Gewichte. Wir nehmen einfach ein Knie zum Ellbogen, 30 Sekunden die eine Seite. Und das machen wir dann das Gleiche auf der anderen Seite. Es ist wieder eine Ausruhübung, ist nicht ganz so anstrengend, aber gut für deine seitlichen Bauchmuskeln, aber auch für deine Beine. Gerade das Standbein muss dann das gesamte Gewicht von dir tragen. Ist also gut für mehrere Muskelpartien. Du kannst langsam machen, kannst aber auch schneller machen. Knie Richtung Ellbogen. Und einfach nach oben ziehen. Wir haben noch 3 Sekunden und dann wechseln wir auch schon die Seite. Das gleiche jetzt auf der anderen Seite. Ganz einfach Knie, Ellbogen zusammen. Und wie du siehst, wir sind jetzt schon fast durch mit dem Training. Wir sind jetzt gerade bei Minute 7. Wir haben noch 3 Minuten, dann sind wir komplett durch. Deshalb bleib dran. Ist nicht so anstrengend. Es gibt immer wieder anstrengende Übungen und dann wieder einfache Übungen. Und diese Kombination hilft dir, dran zu bleiben und dass du auch Spaß hast und die Muskeln wachsen. Und wenn ich sage Muskeln wachsen, du siehst ja, ich bin kein Muskelpaket, einfach nur straffen Körper und schmal. Wir machen jetzt hier unsere Burpees. Du gehst hoch und springst hoch und kommst wieder runter und los geht's. Wir machen das jetzt 40 Sekunden lang, unsere Burpees. Springen, komm runter in den Vierfüßlerstand und dann wieder nach oben. Das machen wir jetzt noch 30 Sekunden. Geh bitte immer in deinem Tempo. Wenn du schneller bist als ich, mach's schneller. Und wenn du langsamer bist, mach's langsam. Ja? Du musst da nicht mithalten mit mir da vorne. Es gibt immer Leute, die viel besser sind und es gibt auch Leute, die noch nicht ganz so weit sind. Immer in deinem Tempo bleiben. Komm, noch die letzten 12 Sekunden. Halt noch durch. Wenn du keine Luft kriegst, immer wieder zwischendurch tief ein- und ausatmen und weitermachen. Weitermachen. Komm, wir haben noch die letzten 4 Sekunden. Das eine Mal schaffst du auch noch. Super, jetzt haben wir noch 2 Minuten und dann sind wir komplett durch mit dem Training. Also leg dich auf den Boden. Wir machen jetzt hier unsere Liegestütze à la Mami Fit. Einfach hochkommen, Knie Richtung Brust, 20 Sekunden und wieder runter. Mach so schnell du kannst und mit der Zeit werden wir eh langsamer, weil es dann einfach anstrengender wird. Drück deinen gesamten Körper hoch. Er ist es in der Lage. Dein Körper ist in der Lage, sein Eigengewicht zu tragen. Hochdrücken, Knie zur Brust und wir sind jetzt auch schon durch. Wunderbar. Komm, noch das eine Mal und dann geht es jetzt weiter mit der nächsten Übung. Wir haben noch 1 Minute. 30 Sekunden halten wir jetzt einfach hier im Vierfüßlerstand und ziehen die Knie nach vorne. Erstmal zum Ellbogen und dann vor Richtung Brust, als würden wir einen Berg hochklettern. Das nennt man auch Mountain Climber. Wir machen das hier langsam und konzentriert die Knie Richtung Brust ziehen. Du wirst merken, irgendwann kannst du nicht mehr so viel halten, aber gut für die Arme, gut für den Rücken, gut für den Bauch. Dein gesamter Körper muss sich anstrengen, um hier dabei zu bleiben. Halten, halten und wir lösen. Jetzt hast du deine Zeit schon durch. Du kannst schon runter auf die Knie. Ladies, wir sind am Ende angelangt. Das ist noch eine Übung. Wir machen hier die Schere. Vierfüßlerstand, 20 Sekunden. Halte durch die Schere. Mit den Fußspitzen immer wieder nach außen und wieder zusammenkommen. Das sind noch die letzten 12 Sekunden. Halt einfach durch, Augen zu und durch. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da, kommentiere und ja, dann bis zum nächsten Video.